Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play. Keep an eye out for wolves if you're headed up the path to High Hrothgar. Skyrim Special Edition gemoddet. Teil 26. It was over by the barrels. We don't get many visitors through here. Unless, of course. Pass auf, Höhn. If you're headed up to the monastery, watch your step. It's a long way down. I'm sorry, I was curious. Achso, ich wollte ja schauen, ob ich Zeug verkaufen kann. I won't go over there ever again. Take a look. Keep your eyes open in the barrow. That's how they get you. Wo sind sie? Oh, das war nicht so gut. Durchzug noch, sehr schön. Komm her, du. Now let's finish this. Der kam von hinten, die Sau. Bin ich da stark genug deswegen. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. Ah, a letter from the Jarl. Brief von einem Jarl hinzugefügt. Looks like that's it. Got to go. Brief vom Jarl Siggir aufs Falkbrief. Der wird ein Mob. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Siggir und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkbrief zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Thane von Falkenring interessiert, könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkbrief bitte doch mal mit mir. Neben der Ehre, die diesen Titel mit sich bringt, hat die Thane außerdem Anrecht auf einen Hauskarl
Und ganz unter uns, sollten sich euer Dienste für mich erst nützlich erweisen, könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Parzelle in Falkenring für euch frei wird. Nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe. Bla bla bla. Okay. Nope, sorry. Nothing. Also. Komm nicht am Fisch vorbei. Genau, ich wollte mal kochen. Wollte ich mich unauffällig verhalten. Was passiert? Knack, knack, knack. Can't a man have a bit of privacy? Get out of here. Okay. Last warning. Leave now. Nope. Sorry. Nothing. What could it mean? The return of the Dragonborn? And who among us could possibly hold that honor? Brandy fasst das Gesicht und was könnte das bedeuten? Nope, sorry, nothing. Ich muss hier rüber, das heißt, entweder gehe ich hier rüber über diesen Pass oder ich gehe hier ganz aus drum, aber ich glaube, ich wähle hier den relativ direktesten Weg und folge einfach dem Pfad darunter. Ich glaube, hier geht zumindest ein Pfad runter. Ich bin mir nicht sicher, ich sehe nämlich nichts. Ich hab's Gefühl, mich zu entfernen. Du hast einen schönen Stein, den die Ziege gegessen hat, in deren Bauch gefunden.
Das Problem ist, da ich nicht sehe, könnte hier irgendwo ein Tier auf mich lauern. Ich habe vorher irgendwas aufgenommen, was ich nicht weiß, was es ist. Deswegen muss ich kurz mal gucken. Benison. Achso, das ist Fleisch, okay. Alles weg, was ich nicht brauche. Ist da was wert, aber was soll's? Ah, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht so gut. Habe ich irgendein Buch doppelt? Ich glaube, das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist der Vampirstaub, aber da weiß ich nicht, welche Auswirkungen er hat. Unsichtbarkeit entdeckt, interessant. Boah, sieht gut aus. Hm. Habe ich irgendwas dabei, was Gewicht hat? Ich glaube, das ist Heldenmut. Könnte ich gut verkaufen. Stahlpfeile.
Ah, ich hab Deadwood einstecken. Ich denke gerade. Ja, du Holz kann ich immer wieder finden. Ich habe hier schon mal Zeug abgelegt. Ja. Ich habe den Eindruck, auf dem richtigen Weg zu sein. Achso. Pencil, Waffe wegstecken und Field Dressen. Du schließt das ab, also du tust einen Bereich des Leichnams häuten. Es wird länger dauern, den Rest zu häuten. Das heißt, man kann zwei Fälle quasi gewinnen. Wie viel habe ich jetzt gerade aus dem Viech rausgeholt? Bin ich jetzt überhaupt? Ah, ich bin hier. Folge ich dem Weg. Jetzt bin ich quasi wieder auf dem Weg. Ich bin wohl falsch abgebogen. Ach, genau, ich war hier schon mal. Ups. Kleine Info für Leute, die sich für Mods interessieren, für die Special Edition.
Der Skyrim Script Extender macht doch anscheinend gute Fortschritte. Von dem, was ich so gehört habe. Wenn ich jetzt wissen würde, wo ich hinlaufe, dann würde es mir gut gehen. Okay, ich sehe hier Nebel. Okay, das ist hier. Jetzt auf dem Pfad da? Ja. Ich schieße das jetzt, will ich jetzt mal nicht, weil, naja. Wird sehr langsam. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Also im Spiel meine ich. Ach, es ist jetzt früh, das wird die ganze Zeit Nacht. Aber durch den Nebel, ja. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Skyrim Script Extender Sachen für die Special Edition, die gehen so langsam vorne. Es gibt schon die ersten Mods, die drauf zurückgreifen müssen quasi und ja. Badshot. Da steht jemand. Ist es vielleicht ein Bekannter? Ach, was soll's. Viel Stress. Wer ist es und worauf wartet er? Was soll jetzt das? Oh, cooler Rucksack. Heavy painted kite shield. Sehr cool. Das kann ich aber nicht tragen. Das ist zu schwer. Wollte die jetzt? Ich fliehe, bevor das aussieht wie ein Unfall.
Warum schnaufe ich die ganze Zeit? Hat die mich vielleicht mit irgendeinem Aus... Muss ich kurz gucken, das nervt mich nämlich jetzt. Jetzt höre ich auf, okay. Vielleicht muss ich einfach irgendwas Bestimmtes machen, damit es wieder aufhört. So, jetzt kann ich wieder weiterlaufen. Und es läuft. Aber was uns hier erwartet, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann.